Bücherfreunde in Nadis Bücherwelt. Ich freue mich, euch mal wieder ein Video präsentieren zu können, ein Rezensionsvideo, weil ich über diesen Roman, den ich euch gleich vorstelle, einfach das Gefühl habe, mich besser ausdrücken, meine Begeisterung besser ausdrücken zu können, indem ich euch davon erzähle. Das kann man natürlich ein Stück weit bei einer schriftlichen Rezension auch, aber bei diesem Roman ist es mir einfach ein Bedürfnis, euch meine Begeisterung noch näher zu bringen. Ich spreche über den neuen Roman von Melanie Metzentin, Die verstummte Liebe. Er ist im Tinte und Feder Verlag erschienen, kostet im Handel 9,99 Euro und hat 457 Seiten. Wie bei allen Melanie Metzentin-Romanen spielt auch dieser wieder in zwei Zeitepochen. Einmal in dem quasi heute, was aber 1945 ist, als Helen Mandeville ihren Mann zu Grabe tragen muss. Und an dem Abend erzählt sie ihrer Tochter über ihre wahre große Liebe. Und dann reisen wir ins Jahr 1896. Hier lebt Helen Mandeville bei ihren Eltern in gehobenen Kreisen und ihr ist auch schon ein Mann ausgesucht worden, den sie demnächst der sich demnächst mit ihr verloben möchte. Es handelt sich dabei um James Mitchell, ein bekannter Anwalt, und Helens Eltern denken, dass das die beste Partie für ihre Tochter ist. Helen ist da allerdings ganz anderer Meinung, denn James ist ihr alles andere als sympathisch. Er ist sehr von sich eingenommen, gibt Helen das Gefühl, einen besseren Mann wie ihn wird sie nicht finden. Und genau das ist es, was Helen immer wieder zurückschreckt und sie die Verlobung immer weiter hinauszögert. Sie sagt James auch ganz offen und ehrlich, dass sie für ihn nichts empfindet und dass sie ihn nicht heiraten möchte. Aber James vermutet darin nur, dass Helen einfach noch mehr umgarnt werden möchte. Ja, als Helen mit ihrer Mutter, glaube ich, eine Reise durch Deutschland. Einfach, man hat früher wie nannte man denn das? Das waren diese Bildungsreisen, genau. Und da lernt sie in Hamburg den jungen Arzt Ludwig Ellerberg kennen, der ihre Mutter, die in Hamburg einen Schwächeanfall hatte, und die eben immer behauptet, sie sei herzkrank, das wäre damals schon festgestellt worden und die ganze Familie nimmt immer wahnsinnig Rücksicht auf sie. Und in Hamburg hat sie einen Schwächeanfall und dort erfährt Helen dann von Ludwig Ellerberg, dass ihre Mutter ganz gesund ist und dass es wahrscheinlich von der Psyche kommt, dass auch sie einfach nicht glücklich ist. Ja, Helen ist von Ludwig total begeistert. Er ist gut aussehend, er ist offen und sie führen, während sie da im Krankenhaus sind, tolle Gespräche und ja, Helen verliebt sich einfach unsterblich in Ludwig und Ludwig auch in sie. Doch was soll sie machen? Die Verlobung mit James steht kurz davor. Und ihre Eltern werden auf keinen Fall damit einverstanden sein, dass Helen einen deutschen Arzt heiratet. Und die beiden lieben sich aber so sehr, dass sie eben einen Plan austüfteln. Ja, und dieser Plan ist allerdings alles andere als einfach. Denn sobald Helen wieder zu Hause ist, soll die Verlobung eben jetzt stattfinden.
Helen geht auf die Verlobung ein, es bleibt ihr gar nichts anderes übrig, aber sie und Ludwig haben, wie gesagt, zusammen was ausgeheckt. So schreibt eines Nachts Helen James einen Brief, dass sie die Verlobung löst und die Familie soll nicht nach ihr suchen und sie begibt sich heimlich über eine Schiffsreise nach Hamburg. Dort erwartet Ludwig sie schon und die beiden ziehen in die kleine Wohnung von Ludwig und sind ja glücklich und zufrieden. Helen ist so begeistert von Ludwig und von seiner Art, die Gespräche, die sie führen. Sie haben die gleichen Interessen und schließlich machen sie Nägel mit Köpfe und heiraten. Dann leben sie da in Hamburg. Ludwig macht sich selbstständig als Arzt und Helen, die eigentlich früher ja nie irgendwie einen Finger krumm machen musste, sie hilft Ludwig bei seiner Praxis. Und das macht ihr so viel Spaß. Sie lernt dadurch auch sehr viel Medizinisches und ist also total ja, begeistert von ihrem neuen Leben. Dann bekommen sie einen Sohn, Fritz. Und ja, das Leben für Helen und Ludwig scheint so perfekt zu sein. Und ja, sie führt einfach ein unheimlich glückliches Leben an der Seite von Ludwig. Dann eines Tages, oder sie schreibt dann auch ihren Eltern immer wieder, dass sie eben Ludwig geheiratet hat, dass es ihr sehr gut geht, aber die Eltern wollen, beziehungsweise der Vater schreibt ihr zurück. Sie hat sich für einen Deutschen entschieden und damit hat er sie aus seinem Testament gestrichen und sie soll sich auch nicht mehr melden. Nichtsdestotrotz macht Helen das die ganze Jahre lang trotzdem, schickt sogar ein Bild von Fritz, damit die Großeltern dann quasi sehen, wie ihr Enkel aussieht. Ja, und eines Tages bekommt Helen ein Schreiben, in dem steht, dass ihre Mutter im Sterben liegt und sie soll doch bitte nach Hause kommen, weil die Mutter sie einfach noch mal sehen möchte. Ja, und obwohl Krieg kurz bevorsteht, reist Helen nach Hause zu ihren Eltern, um den Eltern beizustehen. Dann bricht der Erste Weltkrieg aus und Helen kann nicht mehr zurück. Sie ist Engländerin, sie kann nicht nach Deutschland zurückkehren, denn in Deutschland würde sie als Engländerin natürlich gefährlich leben. Sie hat nie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und deshalb ist es wirklich schwierig. Wie das Ganze ausgeht, das müsst ihr natürlich selber lesen. Ich war von diesem Roman sowas von begeistert. Melanie Metzenthil, ihr Schreibstil, ihre Story, die sie da geschrieben hat. Es ist so toll gewesen, dass ich wirklich diesen Roman fast in einem Rutsch verschlungen habe. Ich konnte gar nicht aufhören zu lesen. Jede freie Sekunde habe ich dieses Buch gepackt und weitergelesen. Und ja, diese Story und wie alles zusammenhängt und wie Helen für die damalige Zeit, für ihre Liebe kämpft. Dann natürlich der Erste Weltkrieg, wobei man davon nicht so viel mitbekommt, nur halt, dass Helen nicht zurück kann nach Deutschland. Und es vergehen viele, viele Jahre, wo Helen natürlich in England wieder irgendwie Fuß fassen möchte, wobei sie, sobald der Krieg zu Ende ist, eben auf jeden Fall zu ihrer Familie zurück möchte. Ja, und diese Spannung, die Melanie Metzentin da aufgebaut hat und ja, wie Helen sich entwickelt, sowohl zum Positiven, aber auch zum Negativen, das hat mich manchmal wirklich sprachlos gemacht und es ist einer der besten historischen Romane, die ich je gelesen habe. Und ich habe schon viele historische Romane gelesen. Allein schon das Cover sieht doch wirklich so, so toll aus. Und
Ja, ich weiß, dass diese Familie, die da drauf ist, Verwandte von Melanie Metzentin sind. Ich hoffe, ich durfte das jetzt verraten. Also es ist wirklich, ja, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr historische Romane liebt, wenn ihr Romane liebt, die in zwei Zeitepochen spielt, dann holt euch diesen Roman. Ihr könnt ihn überall bestellen. Amazon Tinte und Feder gehört ja zu Amazon. Da geht es natürlich auch. Es gibt es auch als E-Book. Und ich kann ihn euch wirklich nur ans Herz legen. Lest diesen Roman. Er ist einfach toll. Ja, von mir bekommt er natürlich 5 von 5 Sterne. Gerne hätte ich noch mehr gegeben, wenn möglich. Ich weiß genau, dass ich jeden Roman von Melanie Metzentin lesen werde. Ich habe mir auch die zwei anderen Romane, die heißen Die Lautlosen und Die Stimmlosen. Ich glaube aber, dass ich die Lautlosen schon, dass ich da schon mal reingelesen habe. Also diese Geschichten gehören auch irgendwie zusammen. Und im Lautlosen, nein, in Stimmlosen. Ich glaube, da lernt man Fritz näher kennen und was aus ihm geworden ist, nachdem Helen ihn und seinen Vater in Deutschland verlassen musste. Das erfährt man ihm in den Stimmlosen. Und ich freue mich wahnsinnig, diese beiden anderen Romane auch noch zu lesen. Die Hafenschwestern von Melanie Metzendin haben mir unheimlich gut gefallen. Also die sind auch ganz toll. Und ja, also es ist auf jeden Fall eine Autorin, die man sich merken sollte. Und das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.